Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von UFC 2 natürlich. Und neuer Tag, neues Glück. Und wir werden mal weiterschauen. Wir müssen dieses Match jetzt mal gewinnen jetzt, ne? Wo war das ja? 83, nein. Benedikt Minje. Gegen ihn haben wir noch nicht gekämpft. Training fortsetzen natürlich. Bessere Bootsstand. Oh, das ist doch schon mal gut. So, einmal Verteidigung. Trainingslager. So, Stand. Leicht. Ich will, das haben wir noch nicht gemacht. Innerhalb des Zeitlimits eine bestimmte Anzahl an Treffern mit Ellbogen und Punches in einem bestimmten Bereich des Sandsacks landen. Ja, weiter so. Guter Treffer. Das sind nicht die Treffer, die du mir zeigen sollst. Du musst immer die richtigen Trefferzonen nehmen. Streng dich an, das sind nicht die richtigen Trefferzonen. Punches oder Ellbogen, komm. Das machst du sehr gut. 5 Sekunden noch. Du triffst die falschen Trefferzonen. Das waren viel zu wenig Treffer. Das kannst du doch besser. Wir müssen weiter mit deinen Ellbogen und deinen Punches arbeiten. Halte L2 gedrückt, wenn die untere Hälfte markiert ist, um deine Strike zu modifizieren. Ja, so muss das sein. Ja, weiter so. So gefällt mir das. Schöner Treffer. Das war zwar nicht schlecht, aber ich glaube, das kannst du noch besser. Ja, B ist okay. Weiter an deinen Ellbogen und Punches. Das ist okay. So, Stand. Kickgeschwindigkeit und natürlich machen wir. So, weiter zum Kampf. Dann bin ich mal gespannt jetzt, ob wir jetzt gewinnen, Alter. Wenn nicht, Alter, dann drehe ich durch, glaube ich. Als nächstes sehen wir einen Fight im Schwergewicht zwischen The Eraser und Blood. Okay. Blood. Ihm bleiben nur noch wenige Augenblicke, bevor er heute Abend ins Oktagon steigt. Ja. Wir kennen ihn natürlich als herausragenden Striker und ich glaube, das wird auch heute seine Taktik prägen. Ja, mit dieser Strategie war er ja schon so oft erfolgreich. Das macht er einfach immer wieder sensationell. Aber wir altern ziemlich schnell, finde ich. Wir haben mit 18 angefangen. Müsst ihr mal überlegen. Jetzt sind wir schon 22. Na, okay. The Eraser will es heute offenbar wirklich wissen. Okay. Ja, wenn der ins Oktagon steigt, dann darf man normalerweise Schläge ohne Ende erwarten. Das ist seine Spezialität und damit wird er es mit Sicherheit auch heute versuchen. Ja, dann machen wir mal. Wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Schwergewichtskampf geht. Okay. The Eraser. Ready? Blood. Es geht los. Oh, ein heftiger Kick. Oh, der Schlag hat gesessen.
Kick. Oh, 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 oh. Was für ein Niederschlag. Jetzt gibt er ihm den Rest. Och, das ist echt gnadenlos. Nochmal von vorne, Leute, das geht ja gar nicht. Wie, was war für das denn eben? Kommt. Das war ja voll eben scheiße. Los geht's. Dieser Kampf ist angesetzt auf 3 Runden mit je 5 Minuten. Oh, was für ein Kick zum Kopf. Oh, oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Heftiger Kniestoß zum Kopf. Schöner Kick. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Ah, ich drücke immer falsch, weil ich viel zu nervös bin, muss ich ehrlich zugeben. Ja, der Kick landet genau am Kopf. Oh, ein starker Kick. Oh, ein heftiges Knie. Treffer mit dem Jab. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Oh, stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Gut. Der Schlag geht daneben. Ein starker Headkick. Wirklich gut gemacht. Geht doch. Ein starker Kick, aber leider daneben. Oh, der ging voll zum Kopf. Oh, der Treffer zeigt Glück. Wow, da schickt er ihn auf die Bretter. Wahnsinn, starke Rechte. Oh, brutales Ground and Pound. Jetzt will er es wirklich wissen. Da ist der Kampf vorüber. Ah, gut. Es waren die knallharten Treffer auf dem Boden, von denen sich sein Gegner einfach nicht mehr erholte. Also das Anfangding da war ja voll kacke. Es war konsequent und es war erfolgreich. So, hier kommt die Wiederholung. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ja, ja, das wissen wir doch. Jetzt bin ich gespannt. 2000 Langlebigkeit erhöht. Oh Gott. Aber das andere schauen wir nicht mehr. Ich glaube, das andere schauen wir nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann probieren wir es nochmal. Jetzt machen wir zu unserer Technik wieder auf, bevor wir hier irgendwas noch machen. Naja, machen wir jetzt mal hier das hier. Okay. Den machen wir auf jeden Fall höher. Körper machen wir später. Erstmal Kopf. Brasilienkick. Ja, den müssen wir auf jeden Fall erhöhen. So. Entschuldigung.
Ich mache nur mal schnell einen Messenger aus. Das geht mir doch ein bisschen alles auf den Sack. Und so. Techniken haben wir alles gemacht. Und jetzt nehmen wir Kampfanzeige. Genau. Kämpferanzeige, besser gesagt. So. Haben wir ihn hier? Kampffreien Zeit auf dein Gewicht geachtet und schrotzt nur so vor Energie. Du wirst auch leichter von deinen Training profitieren. All okay. Training fortsetzen. Und okay, keine Verletzung, das ist doch schon mal gut. Bewegung, ich probiere das noch mal aus. Vielleicht geht das doch noch höher. Nee. Scheiße. Haben wir einen verkackt. Bein, rechtes Bein, Stärke, das ist doch gut. Das powern wir richtig auf jeden Fall. Oh, Entschuldigung. Kampf. So, und dann gucken wir mal. 78 haben wir jetzt. Die anderen müssen wir noch ein bisschen erhöhen. Da werden wir uns mehr drauf konzentrieren beim nächsten Mal. Dann bin ich mal gespannt. Und als nächstes ein Fight im Schwergewicht zwischen The Ghost und Blood. Okay. Sind jetzt bei 27. Blood. Er ist jetzt auf dem Weg ins Oktagon. Wir kennen ihn natürlich als herausragenden Striker und ich glaube, das wird auch heute seine Taktik prägen. Ja, mit dieser Strategie war er ja schon so oft erfolgreich. Das macht er einfach. Das sehen wir uns doch mal an. Nein, scheiße, jetzt habe ich zu viel gedrückt. Blood. Welcher dieser beiden Striker wird sich durchsetzen? Wir werden es erfahren. Es kann losgehen. Ist angeschlagen. Schöne Rechte. Der Jab kommt gut. Ja, starker Kniestoß zum Kopf. Och, was für eine Wüstenschlägerei. Oh, der ging voll zum Kopf. Ja, er trifft ihn. Ganz stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Starker Kick zum Kopf. Er ist angeschlagen. Nein, da hat er keine Chance. Der Treffer schickt ihn auf die Bretter. Oh, und da ist der Pass in die Steckdown. Oh, die Rechte hat gesessen. Brutales Ground and Pound. Jetzt kommt er in die Vollgas. Den Sweep eingesetzt, er ist jetzt in der Mauer. Oh, kommt, Alter. Hier scheint im Bodenkampf nicht mehr viel zu kommen. Ja, so langsam sollten sie wieder aktiv werden, sonst lässt der Ringrichter sie beide wieder aufstehen. Er hakt sich ein und ist in der Backmount. Und da ist er in der Fullmount. The Ghost bringt hier den Kick zum Körper. Das war knapp. Nein, nein, so leicht macht er es ihn nicht. Gute Verteidigung gegen den Suplex. Oh, ein Kl-
Klarer Wirkungstreffer, starker Kick zum Körper. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Oh, oh. Oh, schöner Kick zum Körper. Oh, oh, er scheint benommen zu sein. Direkte Stoß voll an. Das ist das Ende. Geht doch. Der Kampf ist vorbei. Dieser finale Haken war schon absolut sehenswert. Ja. Er hat sich genau die richtige Distanz gesucht und seinen Gegner hier schwer zu Boden geschickt. Geht doch. Da kommt die Wiederholung. Das sieht auch geil aus. In dieser Einstellung sieht man, wie heftig dieser Kick war. Ja. Also mit dem Kick haben wir auf jeden Fall eine Chance. Oh, wunderschön. Immer rein da. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ja, das brauchen wir gar nicht sehen. Oh, oh. Ob wir das schaffen? Das kann ich euch nicht sagen. Das wird knapp, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich wollte ein Submission machen und habe es irgendwie nicht hingekriegt. Kommt, wir machen noch einmal Technik. Hier, mit den hier. So Leute, aber damit war's für heute. Dein Training ist mit seiner. Kein Standtraining mehr. Okay. Wir machen noch Training. Wir nehmen ihn hier. Ich nehme mal ein bisschen leicht die Gegner, damit wir auch wirklich eine gewisse Chance haben. Trainingslage. Oh, Mittel. Ist mir egal. In dieser Übung musst du dich innerhalb des Zeitlimits gegen eine bestimmte Anzahl Wurfversuche und Takedown-Versuche verteidigen. Jedes Mal, wenn deine Defense erfolgreich ist, gibt es einen Zeitbonus. Super verteidigt. Noch 10 Sekunden. Na los, steh auf. Wo bleibt deine Defense? Das war keine gute Defense gegen die Takedowns. Oh Gott. Da musst du dich noch deutlich steigern. Aber ja, zwei glaub, runter. Die Ansätze waren ja durchaus da. Komm jetzt, lass das nicht zu. Nicht treffen lassen, streng dich an. Wehr das besser ab. Ey, also der kam gleich. Tja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir Nochmal. Müssen dringend was für deine Defense gegen Würfe und Takedowns tun. Schön abgewehrt. Du musst das besser verteidigen. Schöne Defense. Ja, klasse Verteidigung. Gute Defense. Gut. Hervorragende Verteidigung. Ja, so muss das sein. Schöne Verteidigung. So geht das doch. Klasse abgewehrt. Ja, so will ich das sehen. Komm schon, lass das nicht zu. Klasse verteidigt.
Bring deine Defense. Okay. Sensationell, wie du die Takedowns und die Würfe abgewehrt hast. Das war eine tolle Leistung. Perfekt. Wegen einer schweren Rohrschadens musst du das Gym für einen Tag schädigt machen. So muss daher ausfallen. Oh, was? So, Trainingslager. Clinch. Ja. So. Aber diesen Kampf machen wir natürlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, bis dann.